Tomasa Fesa-Fremde. Das hier ist Podrex, der Podcast von Madrex-Fans für Madrex-Fans. Und auch ein herzliches Tomasa Fesa von mir. Heute habe ich euch, wie versprochen, ein ganz besonderes Juwel mitgebracht. Sascha hatte uns allen ja schon in der letzten Podrex-Folge von seinen eigenen Podcast-Eskapaden erzählt. Zum Glück habe ich davon erst bei der Recherche zu Sascha erfahren. Wer weiß, ob ich unter dem Druck was Neues angefangen hätte. Sind ja auch schon arg große Fußstapfen. Aber Sascha hat mir freundlicherweise einige seiner Podcasts geschickt und auch erlaubt, sie zu veröffentlichen. Und spätestens jetzt ist auch jedem klar, wohin die Reise heute geht. Weil ich eine ganz besondere Vorliebe für Q&As und Ask Me Anythings habe, kommt heute ein Madrex-Jubiläums-Podcast, den Sascha zum Madrex-Jubiläum im Jahr 2012 aufgenommen hat. Alle, die jetzt nicht wissen, warum das ein ganz besonderes Jubiläum ist, sind hiermit zum Nachsitzen verdonnert. Allen anderen wünsche ich viel Spaß mit Sascha. Hallo, herzlich willkommen zum Jubiläumspodcast für Madrax. Mein Name ist Sascha Fennemann. Ich bin unter anderem auch Autor für die Serie und habe mir als Jubiläumsüberraschung überlegt, zum heutigen 12-jährigen Jubiläum von Madrax einen Podcast zu machen, in dem ich versuche, die Fragen, die ihr im Rekordforum und bei Facebook stellt, ein bisschen zu beantworten. Der erste Schwung der Fragen ist schon reingekommen und ich habe gerade mit Michael Schönbrücher, dem Redakteur der Serie, telefoniert, um herauszufinden, was ich an Antworten euch geben kann. Und damit wir euch einfach nicht zu viel verraten. Da sind natürlich einige Fragen dabei, die erfordern ein bisschen was an Vorwissen. Ich versuche das einigermaßen jetzt auch chronologisch abzuarbeiten, was ihr da gepostet habt. Genau, und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Los geht es mit den Fragen von Forum-User McNamara. Die erste Frage ist: Ist ein neues Hardcover geplant? Und wenn ja, wann und von wem wird es kommen? Also, es ist auf jeden Fall ein neues Hardcover geplant und es ist nur noch nicht sicher, wann es erscheint und wer es schreiben wird. Das ist außerdem auch eine Frage für den Zaubermond Verlag, für Dennis Erhardt. Bei dem kann man mal nachfragen, ob er eine Idee hat, wann da der nächste Band rauskommt. Was man sagen kann, ist, dass jetzt konkret noch nicht geplant ist. Auch viele Autoren sind auch sehr beschäftigt, was das Schreiben von Hardcovern angeht. Vielleicht mache ich ja das nächste, das kann ja auch wieder sein. Ich habe schon Interesse angemeldet, würde dann aber erst gegen Ende des Jahres möglicherweise was werden. Die nächste Frage: Wie wird der aktuelle laufende Zyklus intern genannt? Streiterzyklus, Zeitreisezyklus oder etwas ganz anderes? Der Michael hat es schon im allgemeinen Forum bei Madrax verraten. Der aktuelle Zyklus heißt Streiterzyklus. Das wird, glaube ich, im Verlaufe dessen, was wir in den Romanen jetzt erzählen, auch ziemlich klar. Die nächste Frage: Wie weit in die Zukunft reicht das momentane Fein- bzw. Grob-Exposé? Also das momentane Feinexposé, das heißt die einzelnen Exposés zu den einzelnen Romanen, die stehen im momentan bis Band 324. Für die Zeit danach gibt es grobe Ideen, ja. Also Band 324 wird quasi das Zyklusende sein. Für danach gibt es schon grobe Ideen, die werden halt demnächst noch ausgearbeitet. Ideen hat man immer, ergibt sich auch aus der laufenden Handlung und vielleicht sind da schon einige Sachen mit, die ihr vermutet oder erahnt, die dann plötzlich eine Rolle spielen könnten. Ich weiß es selber auch noch nicht. Ich lasse mich da auch immer überraschen. Und wir haben ja auch immer Redaktionskonferenzen, die dann dafür da sind, um solche Sachen abzusprechen. Die nächste Frage: Wird der Streiter auch nach dem aktuellen Zyklus noch eine Rolle spielen oder ist die Thematik dann vollkommen abgeschlossen? Ja, das ist natürlich eine Frage, die man schwierig beantworten kann, wenn man die Handlung nicht spoilern will. Matt Mike hat mir aufgetragen, folgende Antwort zu sagen: Es ist noch nicht in Stein gemeißelt.
Denkt darüber nach. Vielleicht habt ihr dann eine Idee, wie es weitergeht. Die nächsten Fragen kommen von Pisanelli. Kommen Matt und Arula wieder zusammen? Ja, schwierige Frage, auch die nicht mit Spoilern zu beantworten. Was man sagen kann, also sie werden sich mit Sicherheit irgendwann im Himmel wieder treffen. Aber was bis dahin geschieht, steht noch in den Sternen. Werden unsere Helden zurück ins Jahr 2528 gelangen? Können wir nicht beantworten, ohne zu spoilern? Wird der Streiter vernichtet werden? Auch das können wir leider nicht beantworten, ohne zu spoilern. Was kommt nach dem Streiter? Oder was könnte danach eigentlich noch kommen? Ja, Michael und ich haben uns da unsere Gedanken drüber gemacht und haben uns gedacht, wahrscheinlich oder am sinnvollsten wäre es, wenn die Weltraumputze aus Spaceballs vorbeikommt und den ganzen Dreck wegräumt, den der Streiter hinterlassen hat. Für Leute, die nicht wissen, wovon ich rede, schaut euch den Film Spaceballs am besten mal an, wirklich sehr zu empfehlen, von Mel Brooks. Da gibt es ein Raumschiff in Form einer riesigen Putzfrau mit einem Staubsauger, mit dem man die Luft von einem Planeten absaugen kann. Nein, ist natürlich alles Quatsch. Können wir auch nicht beantworten, ohne jetzt großartig was über die fortlaufende Handlung zu erzählen. Und wir wollen euch ja wirklich jetzt nicht den Spaß nehmen, weiterhin Madrax zu lesen und herauszufinden, was wir da noch weiter vorhaben. Sind die Verkaufszahlen der Serie im Laufe der Zeit gestiegen, gesunken oder gleich geblieben? Also das ist genauso wie die folgende Frage, sind die aktuellen Verkaufszahlen zufriedenstellend, sind Auskünfte, die wir nicht geben können, weil das betrifft interne Verlagsgeschichten und bitte habt Verständnis dafür, dass wir darüber keine Auskunft geben können. Worüber wir Auskunft geben können, ist folgendes, wird es noch ein Spin-off geben? Genauso wie bei den anderen Spin-offs auch, ist es so, wenn es sich ergibt, wenn der Verlag sagt, ja, das könnt ihr machen, aber mit Sicherheit jetzt nicht sofort wieder nach 2012. In der Regel vergehen ja so 2-3 Jahre, bis man nochmal wieder andenken kann, einen Spin-off zu bringen. Und vielleicht ergibt sich mal wieder die Gelegenheit, dass das funktioniert. Jetzt konkret angedacht ist es jetzt nicht. Wann kommen unsere Helden nach Südamerika? Der einzige Kontinent, den sie noch nicht bereist haben. Also, dass sie Südamerika bereisen werden, das ist ziemlich sicher. Wann jetzt genau, noch nicht. Aber die Chancen dafür stehen gut, dass das im nächsten Zyklus, also nach Band 324, in einigermaßen absehbarer Bälde geschehen wird. Wird der Mars noch mal eine Rolle spielen, nachdem er jetzt quasi in die Steinzeit zurückversetzt wurde? Ja, der Mars wird mit Sicherheit nochmal eine Rolle spielen, gerade jetzt dadurch, dass da ja große Umbrüche sich angedeutet haben, ist es so, dass wir da jetzt handlungsmäßig eine Zäsur gesetzt haben und das aber durchaus spannend ist zu betrachten, wie es denn dann weitergeht. Wann jetzt das genau stattfinden wird, wissen wir noch nicht. Es gibt ja auch immer die Reiseproblematik, wie soll Matt zurück zum Mars halt kommen, beziehungsweise jemand vom Mars zurück auf die Erde. Da ergeben sich jetzt noch ganz andere Probleme, aber als Schauplatz und für Romane ist das natürlich sehr reizvoll. Also denken wir schon, dass wir das irgendwann wieder nach vorne holen werden und dort auch dementsprechend weitererzählen, wie es weitergegangen ist. Wird Xi eines Tages zu den Fischmex zurückkehren? Ja. Also endgültig mit Sicherheit nicht. Also es ist nicht so, dass sie sich da irgendwie einrichten wird oder wieder zum Hydriten wird oder irgendwas in der Art stattfinden wird. Sie wird wahrscheinlich, wenn sie weiterhin im Team dann auch bleibt, wenn sich's ergibt, für die Handlung da auch zu Besuch hingehen und da Abenteuer erleben und so weiter und so fort. Aber es wird nichts Endgültiges werden. Das glauben wir eher nicht. Wird Aiko eines Tages wieder zum Leben erweckt? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Wir wissen ja, dass Aiko in dem Speicherkristall in Arulas Schwert steckt. Es deutet sich an, dass man da noch was, dass da noch was kommt. Was Aiko selbst angeht, könnte man annehmen, dass da was passiert ist. Was genau werden wir im Verlaufe der nächsten
des nächsten Zyklus wahrscheinlich thematisieren. Ganz genau kann ich das nicht sagen, aber da gibt es schon Ideen, wie es mit Aiko bzw. mit dem Speicherkristall weitergeht. Und das ist mit Sicherheit was, das noch erzählt werden wird. Werden wir nochmal das Vergnügen mit Professor Smythe haben? Ich glaube, das Vergnügen mit Professor Smythe, und das hat mir Mike so bestätigt, werden wir dann haben, wenn sich jemand die Mühe macht, über den gesamten Globus zu tapern und seine einzelnen Atome, die bei der Atomexplosion am Kratersee verteilt worden sind, wieder aufzusammeln, sodass man ihn aus diesen einzelnen Atomen wieder zusammensetzen kann. Genau, dann haben wir vielleicht eventuell mit nicht an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Vergnügen, vielleicht nochmal auf Professor Smythe zu treffen, aber ansonsten sieht es da doch eher ungünstig aus. Das waren die Fragen von Bisanelli. Es geht weiter mit den Fragen von Sammler 81. Wie weit waren die Planungen zu Beginn der Serie gediehen? Beziehungsweise wie viele Nummern habt ihr zu Beginn der Serie dieser gegeben? Also, die Planungen zu Beginn der Serie gingen halt immer nur ein paar Hefte, was ja auch am Anfang von der Serie ganz einfach ist, weil man dann noch nicht sagen kann, wie wird sie angenommen, genau, wie weit kann man überhaupt planen? Ja? Sind die Verkaufszahlen dementsprechend, dass man sagt, man macht weiter oder nicht? Und dementsprechend und vor allen Dingen, was die anderen Neuveröffentlichungen anging, war es ja so, dass man Mardax nicht unbedingt ein langes Leben voraus hätte sagen können. Man plante damals, so Michael, mit maximal 50 Heften, die man bei Mardax rausbringen konnte. Das ist jetzt dann doch noch viel mehr geworden sind, ist natürlich unglaublich erfreulich, aber damals konnte man halt nicht davon ausgehen, dass die Serie 50 Hefte irgendwie überlebt, weil es einfach dementsprechend die Erfahrung war, dass eine neue gestartete Serie nicht unbedingt so lange läuft. Dementsprechend gingen damals die Planung, also weitestgehend die Planung bis Band 50, und dann hat man sich gedacht, okay, wenn man das erreicht, ist das schon ein mordsmäßiger Erfolg. Ja, dass es dann weitergegangen ist und das hat die Geschichte gezeigt. Chapman fragt, mich würde interessieren, wie Apokalypsis und die E-Books zu 2012 angekommen sind und ob das eventuell eine Chance auf eine schnellere Fortführung von 2012 wäre. Was Apokalypsis angeht, das ist komplett nicht unsere Baustelle, das ist eine komplett andere Redaktion, mit der hat die Spannungsroman-Redaktion von Bastei, wo Mardax betreut wird, nichts zu tun. Was 2012 angeht, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ob es da eine Fortsetzung gibt. Da stehen die Entscheidungen noch aus und ja, möglicherweise könnt ihr da auch ein bisschen drauf einwirken, indem ihr, was weiß ich, Mails schreibt oder Briefe schreibt und den entsprechenden Redakteuren der entsprechenden Redaktion Bescheid gebt, dass ihr da Interesse dran habt. Dann kann man das hier im Verlag nochmal gesammelt vorbringen und mal gucken, was dann an höheren Stellen entschieden wird. Lanti fragt, bei welchem Heft seid ihr zurzeit mit der Planung? Ja, habe ich vorhin schon erwähnt, die konkreten Planungen mit Langexposé für die einzelnen Romane steht im Moment bis Band 324, das ist der Zyklusabschluss. Genau, darüber hinaus gibt es wie gesagt Ideen, aber da ist jetzt der weitere Handlungsverlauf noch nicht absolut festgeschrieben und genau, erste Ideen sind existent und werden dann wahrscheinlich bei der nächsten Redaktionskonferenz weiter ausgearbeitet. Ist der Meilenstein Band 500 schon ein Thema? Also der ist noch relativ weit in der Zukunft, liegt er ja. Aber Michael hat es sehr schön ausgedrückt, also er macht sich heutzutage mehr Gedanken über den Band 500, als er sich zum Start der Serie über Band 250 gemacht hat. Das, denke ich, ist eine sehr gute und treffende Antwort, denn die Chance, dass wir bis dahin durchhalten, sind relativ groß, wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Bände Mardax jetzt schon erreicht hat. Genau, und ja, was für Ideen könnte es in Band 500 gehen? Also es ist ja immer, steht ja immer noch im Raum, dass es eine bestimmte Duschszene, die es schon in einer anderen Serie gegeben hat, vielleicht nochmal in einer Neuauflage geben könnte, aber man soll ja nichts beschreien. Wie heißt der Titel des aktuellen Manuskripts, welches Mad Mike gerade liest? Hat er mir gerade verraten, er arbeitet gerade an Band 318 mit dem Titel Im Land des Tyrannen. Wer hatte die Idee zum Flächenräumer und oder zum Streiter?
Das sind Sachen, die sich aus der gemeinsamen Planung irgendwie ergeben haben. Die Idee zum Streiter kam auf, als die Geschichte um den Wandler konkret wurde. Die wurde ja in Band 100 und 101, glaube ich, erzählt. Dann machte man sich natürlich Gedanken darüber, wo kommt der Wandler her und was ist bis jetzt mit ihm irgendwie passiert. Und dann kam der Streiter auch hinzu. Wer jetzt da die konkrete Idee hat, ist, glaube ich, nicht mehr nachvollziehbar. Dasselbe betrifft den Flächenräumer. Also der Flächenräumer war dann auch irgendwann in einem Exposé vorhanden und stellte sich als wirklich integrativer Teil der nachfolgenden Handlung heraus. Sodass man den unglaublich gut einbauen konnte und dementsprechend ist er jetzt ein fester Bestandteil der Serie. Das passiert immer mal wieder, dass jemand eine Idee hat, die man irgendwie einbringen kann und die sich dann zu was Größerem irgendwie entwickelt. Ich persönlich habe mich ja sehr gefreut, dass Tegan, der Oberroche der Damuren, das Modell Erster Ordnung im Grunde genommen, so eine prominente Rolle in der Serie noch weiter erhalten hat. Ich glaube, dass das damals nicht ganz so geplant war, aber dann als Figur dann doch so reizvoll erschien, dass einige Autoren gesagt haben, okay, ich mach das. Und das hat mich persönlich damals sehr gefreut, dass der noch weiter eine Rolle gespielt hat oder immer noch weiter eine Rolle spielt. Das ist wirklich sehr angenehm, diese Figur noch weiter in der Serie zu haben. Wann gibt es die Hefte 1 bis 250 als E-Book? Da gilt im Grunde genommen dasselbe wie für eine Fortsetzung der Serie 2012. Da ist noch nichts entschieden. Aber auch wenn da Interesse ist, kann man das mit Sicherheit durch Mails und Briefe beim Verlag irgendwie forcieren, um zu zeigen, dass da wirklich Interesse besteht. Und dann wird das vielleicht auch mal konkreter in Angriff genommen. Geplant ist es seit langem und das für die aktuellen Bände ja auch die aktuellen Nummern immer als E-Book erscheinen, ist ja auch schon mal eine schöne Sache. Wenn wir dann die fehlenden Bücher tatsächlich dann nochmal als E-Books bringen können, wäre das natürlich klasse, aber das liegt wie so oft nicht in unserer Hand, sondern wird an anderer Stelle entschieden. Foren-User Lameth oder Lameth, weiß ich nicht, wie man das aussprechen soll. Wird die Matrax-Handlung weiterhin zeitgleich mit unserer realen Zeit voranschreiten? Oder ist mal darüber nachgedacht worden, dies zu ändern? In der Tat ist es so, dass sich jetzt durch die nächsten Bände Situationen ergeben werden, wo wir die zeitgleiche Erzählweise nicht aufrechterhalten können. Also das wird sich tatsächlich ändern. Mit dem Einschnitt, den wir jetzt vornehmen werden in der Serie. Und dann ist es nicht mehr so, dass die Serie tatsächlich im selben Monat oder in derselben Woche spielt. Aber das werdet ihr alles dann noch erleben, wenn es dann soweit ist. Mehr können wir dazu jetzt auch gar nicht sagen. Eine weitere Frage, die ihr hattet, war, ob es jetzt der Kometeneinschlag, genau, um welche Uhrzeit der jetzt genau stattfindet. Und da habt ihr es im Forum auch schon selber euch beantwortet. Die Zeit, auf die wir uns beziehen, ist 16.42 Uhr mitteleuropäische Zeit. Das ist in Band 1 angegeben und das haben wir dann auch so festgelegt und das ist die offizielle Zeit des Kometeneinschlages für den heutigen Tag, den 8. Februar 2012. Gut, eine weitere Frage. Nee, weitere Fragen von Lameth haben wir nicht. Wir haben weitere Fragen von McNamara. Gab es innerhalb der letzten 12 Jahre, speziell zu Beginn, ein oder mehrere Pläne für eine Einstellung der Serie? Wenn ja, wie sollte die Serie in einem solchen Fall beendet werden? Um das vorwegzunehmen, es gab und gibt kein geplantes Ende für Matrax. Also es hat es nie gegeben. Es gibt jetzt irgendwie keinen Masterplan, wo wir sagen, wenn die Serie irgendwann beendet werden sollte, dann gibt es einen Abschlussband oder eine Abschlusstrilogie, Abschlussdoppelband, die den und den Inhalt hat. Das gibt es halt nicht. Weil man immer nicht sagen kann, wann eine Serie quasi zu Ende geht. Das hängt immer mit den Verkaufszahlen zusammen. Irgendwann gibt es dann eine Rückmeldung, dass die nicht mehr ausreichen. Und dann wird die Serie halt eingestellt. Nachdem, das hat mir Michael vorhin erzählt, dass bei den Abenteurern ein bisschen schlecht gelaufen ist, einer Serie, die vor Matrax lief, die mitten in einem Doppelband, glaube ich, hat er erzählt, beendet werden musste. Ich weiß es selber, ich habe die Abenteurer nicht gelesen, ich kann da nichts zu sagen.
Auf jeden Fall ist es da nicht so optimal gelaufen und deswegen ist natürlich ausgehandelt worden, dass, wenn Matrax jemals eingestellt werden sollte, die Serienleitung, in dem Fall die Redaktion, früh genug Bescheid bekommt, dass man dann ein vernünftiges Ende dann planen und auch schreiben kann. Das heißt, dass man wirklich 2 bis 3 Bände hat, um das Ende vorzubereiten und ein vernünftiges Ende zu schreiben. Wenn das irgendwann mal so sein sollte, dann wird dieses Ende auch im Serienkontext da, wo sich die Serie zu dem Zeitpunkt befindet, geplant und durchgeführt werden. Das heißt, Matrax wird definitiv ein vernünftiges Ende bekommen. Natürlich ist es schwierig, innerhalb von 2, 3 Bänden so eine lange Serie dann auch zu beenden, aber das ist wirklich die beste und wirtschaftlichste Möglichkeit, das zu machen. Eine weitere Frage: Nutzt du beim Schreiben oder Michael auch beim Lektorieren das Matraxikon zu Recherchezwecken? Also ich habe es wirklich sehr ausführlich genutzt, als ich zum Beispiel das Hardcover Nummer 27, Die Macht im See, geschrieben habe. Da habe ich mich wirklich sehr oft beim Matraxikon rumgetrieben und mir bestimmte Sachen rausgesucht. Das ist für mich als Autoren, und ich glaube, da spreche ich auch im Namen der anderen, eine unglaublich große Hilfe, um nicht nochmal komplette Bände nachlesen zu müssen. Natürlich tun wir das auch, wenn es die Planung irgendwie erfordert. Aber für einen groben Überblick, um auch zu gucken, wo wir dann möglicherweise noch weiter nachsehen oder nachforschen müssen, ist das eine sehr, sehr große Hilfe. Und gerade beim Schreiben von Exposés, sei es jetzt Langexposés oder Kurzexposés für bestimmte Romane, ist das, um die in die Gesamthandlung von Matrax einbinden zu können, wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Also für jeden, der da mitmacht, vielen, vielen Dank, großen Respekt. Das ist für die Autoren eine große Hilfe, für Michael auch, denn er hat gesagt, er nutzt es nicht ganz so oft und verlässt sich ein bisschen darauf, dass wir als Autoren unsere Hausaufgaben da machen. Und also zumindest für mich kann ich sagen, das ist toll, ich benutze das, macht es weiter, macht es so gut, wie ihr es bis jetzt gemacht habt. Das ist wirklich eine große Freude, das nutzen zu können. Okay. Gut, jetzt kommen wir zu den Fragen von Loxagon. Darauf freue ich mich besonders, weil die kurz und knapp sind. Wie sieht es aus mit Hardcovern von Claudia Kern und von Michael Schönbrecher? Ja, bei Claudia ist das natürlich so eine Sache, die ist natürlich schon sehr lange aus der Serie weg. Das wird, glaube ich, nichts mehr, dass sie mal für Matrax was macht. Das ist sehr schade, finde ich persönlich auch. Ich habe ihre Romane immer sehr gerne gelesen. Und ein Hardcover von ihr wär auch traumhaft, aber ich glaube nicht, dass sie das bei den anderen Aufträgen und Sachen, die sie so macht, ihre eigenen Romane, vor allen Dingen auch Übersetzungen und Lektorate, dass sie da die Zeit findet. Klar, Fragen kostet nichts, ich denke, dass das auch zwischendurch immer wieder passiert, aber die Chancen stehen da eher schlecht. Dasselbe gilt für Michael. Michael hat sehr viele Serien zu betreuen bei Bastei, und bevor der mal sich was an Zeit freischaufeln kann, dass er ein Hardcover schreiben kann für Matrax, das sieht in nächster Zukunft auch nicht so danach aus. Dementsprechend kann ich da leider nur Negatives vermelden. Das wird wahrscheinlich in nächster Zeit nicht passieren, dass Claudia Kern oder Michael Schönbrücher ein Matrax-Hardcover schreiben. So, die Frage zu beantworten, ob Crow wirklich tot ist, kein Kommentar, da sagen wir mal nichts zu. Was ist mit dem Prophet vom Mars im Zeitstrahl? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich hatte auch Michael gefragt. Wir waren uns jetzt nicht mehr ganz sicher. Da müssten wir auch selber nochmal nachgucken, wer damit gemeint ist und aus welchem Band das stammt. Wenn er mitsamt seines Körpers in den Zeitstrahl geraten ist, dann müsste er zu dem Zeitpunkt, auf den der Zeitstrahl damals gerichtet war, auf der Erde rausgekommen sein. Und ja, wie es dann weitergegangen ist, müsste man sich dann überlegen. Falls es nur sein Geist ist, der im Zeitstrahl ist, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Dann ist er dann da noch weiter drin und wird dann wahrscheinlich auch drin bleiben. Was haben wir hier noch? Ah ja, sehen wir Colomb oder Metz Ex-Frau mal wieder? Selber Antwort, da wissen wir jetzt gar nicht so genau, worauf wir das jetzt großartig beziehen sollen. Colomb ist, glaube ich, oder haben wir überlegt, ist damals bei einer Atombombenexplosion
radioaktiv verstrahlt worden. Der dürfte das Ganze dann nicht überlebt haben, dürfte also dementsprechend auch nicht wieder, zumindest in der laufenden Serie, auftauchen. Vielleicht mal in einem Rückblick oder in einem Hardcover könnte man ja überlegen. Ja, dasselbe gilt eigentlich für Matts Ex-Frau, die ja auch nur in einem Hardcover vorgekommen ist und in der Heftserie, glaube ich, mal in ein paar Rückblicken. Aber das ist jetzt auch keine Figur, der wir jetzt noch ausführlich irgendwie Zeit widmen werden, denke ich. Wo zum Teufel bleibt Sepp Nüssli? Also wenn es nach mir persönlich geht, kann Sepp Nüssli bleiben, wo der Pfeffer wächst. Die Figur mag ich nämlich nicht so besonders. Aber er hat natürlich seine Fans. Und ich denke mal, dass er das nächste Mal auftauchen wird, wenn Ronald Hahn seinen nächsten Madrax-Roman plant und die Figur da irgendwie reinpasst. Weil das ist seine Figur. Wenn die da in die Handlung mit reinpasst und er die reinbringen möchte, dann wird er die mit Sicherheit auch wieder mal auftauchen lassen. Wann das jetzt genau geschehen wird, können wir nicht sagen. Ja, aber könnte er dann wieder mal auftauchen. Was nicht heißen muss, dass er das wieder tut. So, und dann kam noch eine Frage zu den Hardcovern. Wie wäre es denn mal, wenn man Hardcover zu aktuelleren Themen macht, zum Beispiel zu den Ereignissen auf dem Mars oder wie es zum Beispiel mit dem Wandler weitergegangen ist und den Damuren, die damals von der Erde geflohen sind. Auch darüber habe ich mit Michael gesprochen und er hat gesagt, er schließt es nicht aus, dass man auch mal Themen behandelt, die in der Serie nicht so weit zurückliegen, also sondern dass man sich auch mal Themen raussucht, die in der Heftromanserie relativ aktuell sind, die vielleicht noch kein halbes Jahr irgendwie her sind. Ja, und natürlich gibt es auch in der Hardcover-Serie auch immer wieder Ereignisse, die sich nicht so hundertprozentig auf die Serie beziehen. Also die eher in einer bestimmten Zeit spielen oder mit bestimmten Figuren spielen, bestimmten Eigenarten der Madrax-Welt spielen. Es gab ein Hardcover, das sich zum Beispiel nur mit den Truvers befasst hat. Genau, in dem Matt und Darula auch nur am Rande vorkamen, wenn überhaupt. Es gab auch durchaus Bände, in denen Matt und Darula überhaupt nicht vorgekommen sind. Es ist also nicht auszuschließen, dass es auch mal Hardcover gibt zu anderen Themen, die historisch in der Madrax-Welt noch nicht so weit zurückliegen. Ja, müsste man gucken, was sich da ergibt. Ist eine gute Idee, ist ein guter Einwand. Könnte man mal überlegen, ob man das in einem der nächsten Bände vielleicht so handhabt, dass man mal was Aktuelleres macht. Also das dürfte durchaus im Rahmen der Möglichkeiten sein. Ja, und Loxagon hat noch eine Frage an mich persönlich zum Schluss. Schreibt der Herr Andro mal wieder etwas für Sternenfaust? Dazu kann ich nur sagen, behaltet mal die Serie im Auge. Möglicherweise ist da schon bald wieder einmal ein Band dabei, der nicht ganz ohne meine Beteiligung ist. Drücke ich es mal so kryptisch aus. Ja, das waren sie auch schon, eure Fragen, die mich bis zu diesem Zeitpunkt erreicht haben. Es sind noch 2 Stunden bis Mitternacht. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen, die könnt ihr gerne im Forum stellen. Ansonsten danke ich euch, dass ihr den Tag heute mit mir verbracht habt und auch mit den anderen Leuten im Forum. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das soll es dann gewesen sein. Zumindest für heute. Ja, das 12-jährige Madrax-Jubiläum am 8. Februar 2012. Habt einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss. Das war doch mal eine Reise in die Vergangenheit, was? Herrlich. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich Sascha noch mehr Folgen aus dem Kreuz leihen soll oder nicht. Hier geht's in 2 Wochen weiter mit dem 2. Teil des Interviews mit Sascha.
Lob und Anerkennung aus den Kommentaren wird umgehend an Sascha gesendet. Und auch alle Daumen nach oben hängen wir an seinen Tannenbaum. Wir hören uns hier in 2 Wochen. Bis dahin, Fayou Margaret Feser und ciao.